Von allen Geschichten über unsere großen blauen Ozeane sind die schaurigen Geschichten über Geisterschiffe wohl die schrecklichsten. Die Besatzungen dieser geheimnisvollen Schiffe lösen sich plötzlich in Luft auf und lassen die verlassenen Schiffe tagelang oder sogar jahrelang auf den endlosen Wellen des Ozeans segeln. Während viele glauben, dass diese gruseligen Geschichten frei erfunden sind, haben unbemannte Schiffe, die unheimlich um die Welt segeln, auf der ganzen Welt Schlagzeilen gemacht. Und bis heute gibt es einige, die sich jeder Erklärung entziehen. Werfen wir also einen Blick auf einige der berühmtesten und geheimnisvollsten Geisterschiffe der Welt, die es wirklich gibt. Das Geisterschiff von Myanmar. Im Jahr 2018 wurde eine große, bedrohliche Gestalt gesichtet, die durch den Nebel vor der Südküste Myanmars fuhr. Doch der riesige Frachter, der den Namen Samratulangi PB1600 auf der Seite trug, reagierte nicht auf die Rufe der Küstenwache. Eine Woche lang kam er immer näher an die Küste heran, bis er schließlich auf einer nahegelegenen Sandbank auflief. Als es schließlich zum Stillstand kam, ging ein Team zögerlich an Bord des verrückten Frachters, aber sie fanden keine lebende Seele mehr. Ohne Besatzung und ohne Ladung standen die Behörden vor einem Rätsel, wie ein so großes Schiff in die Gewässer Myanmars gelangen konnte. Die Behörden begannen, die Seeregister und Systeme nach den letzten bekannten Koordinaten des Schiffes zu durchsuchen, als sie auf etwas Schockierendes stießen. Es stellte sich heraus, dass der Frachter zuletzt 2009 an der Küste Taiwans geortet worden war, fast ein Jahrzehnt bevor er in Myanmar auftauchte. Dies fügte dem immer größer werdenden Rätsel eine weitere verwirrende Ebene hinzu. Hatte das Schiff wirklich 9 Jahre lang ziellos durch den Südpazifik, den Südatlantik und den Indischen Ozean getrieben? Wenn nicht, wie hatte es dann die andere Seite des asiatischen Kontinents erreicht, ohne auch nur ein einziges Mal gesichtet zu werden? Mit einer Länge von mehr als 177 Metern wäre es kaum zu übersehen gewesen. Die Behörden in Myanmar waren zunehmend beunruhigt, als sie ein paar Tage später einen Schlepper 80 Kilometer vor ihrer Küste entdeckten. Nachdem sie die Besatzung gefragt hatten, erfuhren sie, dass der Schlepper das Schiff zu einem Schrottplatz in Bangladesch geschleppt hatte, um es dort zu zerlegen. Doch schlechtes Wetter hatte die Kabel, die den Schlepper mit dem Frachter verbanden, zerrissen und die Besatzung gezwungen, das alte Schiff zu verlassen. Das erklärt zwar, wie das Schiff ohne Besatzung und Ladung an Land gehen konnte, aber die Behörden haben nie herausgefunden, wo es in den 9 fehlenden Jahren gewesen war. Bis heute dauern die unheimlichen Ermittlungen an. Die Ryu Unmaru. Als die Küste Japans 2011 von einem verheerenden Tsunami heimgesucht wurde, sollen mindestens 22 Schiffe gesunken, untergegangen oder durch den schrecklichen Wellengang verloren gegangen sein. Einem unwahrscheinlichen Überlebenden gelang es jedoch, ins Meer zu entkommen. Die Ryu Unmaru, ein 50 Meter langer Fischkutter, weigerte sich, kampflos unterzugehen. Nur, es war niemand an Bord. Bei all dem Chaos, das der Tsunami hinterlassen hatte, ging man davon aus, dass es wie alle anderen gesunken war. Über ein Jahr lang trieb der verlassene Überlebende ohne Kurs und Ziel auf dem Meer, bis er plötzlich vor der Küste Alaskas gesichtet wurde. Es trieb 290 Kilometer südwestlich der US-amerikanischen und kanadischen Grenze und nachdem die Küstenwache den Zustand des Schiffes untersucht hatte, hielt sie es für sicher, um es zu bergen. Doch die lange Zeit auf See hatte dem alten Schiff schwer zugesetzt. Der Treibstofftank war zerrissen und konnte nicht abgepumpt werden, sodass es keine Möglichkeit gab, es an Land zu schleppen. Aus Angst, es könnte eine Gefahr für andere Schiffe in diesem Gebiet werden, wurde der Befehl erteilt, das einsame Schiff dort zu versenken, wo es schwamm. Mit einer Reihe von Autokanonen beschoss die Küstenwache das kleine Boot und setzte den restlichen Treibstoff, den es geladen hatte, in Brand. Umgeben von einem grandiosen Schauspiel aus Rauch und Meer, versank das Schiff langsam in den Wellen und trat die letzte einsame Reise auf den Grund des Ozeans an. Die Jianzheng. Die Jianzheng, ein lebensechtes Geisterschiff, wurde 2006 auf beunruhigende Weise vor der australischen Küste von Queensland treibend entdeckt.
Bei der Untersuchung stellten die Ermittler fest, dass nicht nur die Besatzung fehlte. Das Schiff hatte keine Erkennungsmerkmale, nicht einmal einen Namen. Das Einzige, was sie mit Sicherheit wussten, war, dass es sich bei dem anonymen Schiff um einen 80-Meter-Tanker handelte, der offensichtlich schon sehr, sehr lange auf See war. Nachdem die Teams jeden Zentimeter des Schiffes untersucht hatten, stießen sie schließlich auf mehrere Dokumente, die darauf hinwiesen, dass es sich um die Jianzeng handelte. Aber ohne Herkunftshafen wussten sie nicht, woher das Schiff kam. Um die Verwirrung noch zu vergrößern, entdeckten sie eine riesige Menge Reis, die unter Deck verstaut war. Obwohl es keine Anzeichen für menschliche Aktivitäten gab, schloss dies die Möglichkeit aus, dass das Boot für illegale Aktivitäten wie Schmuggel benutzt wurde. Möglicherweise wurde es zur Versorgung von Fischerbooten außerhalb der ausschließlichen Wirtschaftszone Australiens benutzt, die sich über 370 Kilometer vor der Küste erstreckt. Die Ermittler konnten nur feststellen, dass es schon vor sehr langer Zeit verlassen worden war und, wie es sich für eine Geistergeschichte gehört, wird wahrscheinlich nie jemand erfahren, woher es stammt. Die Belle Amica. Die Küste von Punta Volpe auf der Insel Sardinien ist als glamouröser Millionärsspielplatz bekannt. Aber die strahlend weißen Strände und das blaue Meer hatten 2006 einen unwillkommenen Besucher. Ein klassisches, luxuriöses Zweimast-Segelboot im Wert von mindestens $600.000 trieb bedrohlich vor der Küste und schien ohne Kapitän unterwegs zu sein. Es war auf dem besten Weg, mit der felsigen Küste der Insel zu kollidieren, aber die Küstenwache konnte das Schiff gerade noch rechtzeitig entern und zurückschleppen. Doch was sie dann an Bord fanden, ließ ihnen das Blut in den Adern gefrieren. Karten des Mittelmeers, Haufen von Kleidung und eine bedrohlich halb gegessene Mahlzeit waren auf dem Schiff verstreut, was darauf hindeutet, dass jemand vor kurzem dort gewesen war. Vor sehr kurzer Zeit. Um das Rätsel noch zu vergrößern, war der Speicher des GPS-Navigationssystems des Schiffes gelöscht worden. Diese erschreckende Entdeckung veranlasste die Ermittler dazu, das Schiff nach Hinweisen zu durchsuchen. Trotz ihrer gründlichen Suche konnten sie keine Dokumente finden, anhand derer sie das Schiff hätten identifizieren können, abgesehen von einer Holztafel mit der Aufschrift Belle Amica, die seltsamerweise unter einem Stapel Kisten versteckt worden war. Als sie den Namen mit dem Schiffsregister abglichen, stellte sich heraus, dass kein Schiff unter diesem Namen registriert war. Aufgeschreckt durch die Abwesenheit des Schiffes tauchten mehrere Fragen auf. War der Besitzer von Bord gegangen? Wurde das Schiff bei einem illegalen Handel eingesetzt und dann aufgegeben? Die Behörden waren ratlos, bis sich der Besitzer zu erkennen gab. Frank Rory, ein Luxemburger, behauptete, er sei dringend von dem Schiff weggerufen worden und habe es vor ein paar Tagen vor der Küste der Insel vor Anker liegen lassen. Doch das warf mehr Fragen als Antworten auf. Warum war es nicht registriert worden? Warum war die Namenstafel versteckt worden? Und warum war der Satellitenspeicher gelöscht worden? Frustrierenderweise beantwortete Rory diese Fragen nie und überließ es der Welt, sich zu fragen, was genau ihn dazu brachte, das Boot in der 11. Stunde aufzugeben. Was denkst du, was es war? Steuerbetrug? Eine geheime Familie? Vielleicht eine kesse Affäre mit einem Matrosen? Ahoi, lass es mich in den Kommentaren wissen. Das Geisterschiff vom Lake Superior. Als der Musikfilmer Jason Aslan 2016 die Ufer des Lake Superior in Michigan betrat, um ein Musikvideo zu drehen, hoffte er, eine ziemlich dramatische Kulisse einzufangen. Und in dieser Hinsicht hat er mehr bekommen, als er sich je erhoffen konnte. Auf dem kabbeligen Wasser des größten Süßwassersees der Welt schimmerte ein riesiges, schiffsförmiges Gespenst. Jason konnte seinen Augen nicht trauen und hielt das verrückte Ereignis mit der Kamera fest. Wie du sehen kannst, war es eine unglaubliche Szene, aber Geisterschiffsichtungen sind hier nicht gerade selten. Das liegt daran, dass es in den großen Seen mehr als 6000 Schiffswracks gibt. 200 davon befinden sich in dem 130 Kilometer langen Abschnitt des Lake Superior vor Whitefish Point, der nicht weit von Estlands Drehort entfernt war. Man könnte meinen, dass es sich um einen Spuk auf dem Wasser handelt, aber die Realität ist viel faszinierender. Bei dem schimmernden Bild handelt es sich wahrscheinlich um den Leuchtturm vor Granite Island, etwa 20 Kilometer vor der Küste, wo Aslan gedreht hat. Der Grund, warum er so riesig erscheint, liegt in der Art und Weise, wie unser Gehirn ihn wahrnimmt.
Genau wie die Sonne und der Mond riesig aussehen, wenn sie am Horizont stehen, obwohl sie eigentlich gar nicht näher an uns dran sind. Und dieses Video spielt unseren Augen denselben Trick vor. Es hat ein kleineres Bild aufgenommen, das viel größer erscheint, weil es weiter weg ist. Obwohl es sich um eine lustige optische Täuschung handelt, schwören einige Leute darauf, dass es sich um ein übernatürliches Phänomen wie ein Geisterschiff, ein UFO oder sogar Jesus, der auf dem Wasser geht, handeln könnte. Was denkst du, was es sein könnte? Lass es mich in den Kommentaren wissen. Die Fata Morgana. Jason Aslan ist nicht der Einzige, der eine mysteriöse Fata Morgana wie diese mit der Kamera eingefangen hat. Bilder und Videos von Schiffen, die hoch über den Wellen schweben, oder von Schiffen mit unmöglichen Formen aus aller Welt haben Gerüchte genährt, dass Flotten von echten Geisterschiffen unsere Gewässer heimsuchen. Aber diese seltsamen Schiffe sind nicht immer das, was sie zu sein scheinen, dank der sogenannten Fata Morgana. Es handelt sich dabei um eine optische Täuschung, die auftritt, wenn die atmosphärischen und visuellen Bedingungen genau richtig sind. Zuerst muss eine kalte Luftmasse in der Nähe des Wassers von einer wärmeren Luftschicht in der Höhe überlagert werden. Dann passieren die Lichtstrahlen während der Sichtung den Kanal zwischen diesen warmen und kalten Schichten und zwingen das Licht, den Winkel zu ändern und sich zu brechen. Aber wie entsteht durch die Biegung des Lichts eine vollständige Fata Morgana? Das hängt damit zusammen, wie unser Gehirn das Bild vor uns verarbeitet. Wenn Licht auf unsere Augen trifft, geht unser Gehirn davon aus, dass das Licht auf einem geraden Weg angekommen ist. Im Fall einer Fata Morgana wird das Licht nach unten gebogen, wenn es durch die kältere Luft geht. Aber unser Gehirn ordnet das Objekt dort ein, wo es wäre, wenn es auf geradem Wege zu uns käme. Das heißt, es erscheint höher, als es tatsächlich ist. Das nimmt zwar den Geistergeschichten den Wind aus den Segeln, macht aber die Sichtungen von schwimmenden Tankern oder seltsam verzogenen Schiffen nicht weniger unheimlich. Die MV Rena. Während viele Geisterschiffe die Meere befahren, spuken andere immer wieder an den Küsten herum, indem sie auf Grund laufen und zu verflucht aussehenden Schiffswracks werden. Genau dieses Schicksal ereilte die MV Rena im Jahr 2011. Die Besatzung des 236 Meter langen Containerschiffes hatte es eilig, den neuseeländischen Hafen zu erreichen und beschloss, ein paar Abkürzungen zu nehmen, um ihre Frist einzuhalten. Unter Missachtung einfacher Navigationspraktiken wichen sie von ihrem Kurs ab und fuhren mit Volldampf voraus, wobei sie versehentlich auf dem Astrolabe-Riff aufliefen. Zu diesem Zeitpunkt hatte Neuseeland keine Ausrüstung, die das Schiff dort erreichen konnte, wo es lag, aber das war nicht das Schlimmste. Rund 1900 Tonnen Heizöl aus dem Schiff begannen ins Meer zu laufen. Nur 4 Tage nachdem das Schiff auf Grund gelaufen war, erstickte eine 5 Meter lange Ölflut die neuseeländische Meeresfauna und Flora und ertränkte sie. Schnell wurde das Schiff zur schlimmsten Umweltkatastrophe in der Geschichte Neuseelands erklärt und die Behörden taten ihr Bestes, um das Schiff zu retten, was sie konnten. Aber die Rena war noch nicht fertig. Der Druck der Wellen begann, das Schiff in 2 Hälften zu brechen, sodass fast 90 der massiven Stahlcontainer ins Wasser stürzten. Und als sie sich teilte, wie eine Art schreckliches Omen, färbten sich die Wellen um sie herum plötzlich gespenstisch blau. Obwohl es wie ein Fluch aussah, handelte es sich in Wirklichkeit um die Ladung Milchpulver, die sich im Meer auflöste. Anfang 2012 trennten sich schließlich Bug und Heck des Schiffs vollständig und sanken langsam in die Fluten. Die Behörden setzten ihre Bemühungen fort, so viel wie möglich von dem Schiff zu bergen, bevor es für immer im Meer verschwand. Mehr als 24.000 Tonnen Trümmer wurden vom Meeresgrund entfernt. Neuseeland wollte natürlich, dass alle Erinnerungen an diese Katastrophe aus dem Meer entfernt werden, aber da große Teile des Schiffs immer noch auf dem Meeresboden herumspuken, ist es unwahrscheinlich, dass sie den Erinnerungen an diese verfluchte Reise jemals loswerden. Die SS American Star. Die meisten Schiffe, die man verloren in den Wellen sieht, sind Frachter oder Frachtschiffe, aber die SS American Star war ein ganz anderes Schiff. In den 1940er Jahren als Ozeandampfer gebaut, trug sie in ihrer 54-jährigen Karriere 7 verschiedene Namen, darunter SS America, SS Italis und USS West Point.
1993 wurde sie an ein thailändisches Unternehmen verkauft, das große Ambitionen hatte, ihr den Glanz der 40er Jahre zurückzugeben und sie als riesiges 5-Sterne-Hotel vor der Küste von Phuket zu erhalten. Doch als die SS American Star die 100-tägige Schleppreise von ihrem Dock in Griechenland zu ihrem neuen Zuhause in Thailand antrat, kam es zur Katastrophe. Ein riesiges Gewitter über dem Atlantik sorgte für wilde See. Von den Wellen herumgewirbelt, riss das Schleppseil des gigantischen Ozeandampfers ab. Da er sie nicht wieder befestigen konnte, lief das Schiff vor der Küste der Insel Fuerteventura auf Grund. Der Winkel, in dem das Schiff auflief, machte eine Rettung oder Bergung unmöglich. Innerhalb von 48 Stunden wurde das alte Schiff durch die unerbitterliche Wucht der Wellen in zwei Hälften gerissen. Gestrandet und verlassen, verformte sich der hintere Teil des Schiffes und versank in weniger als einem Jahr in den Wellen. Der Bug hingegen lag einsam an der Küste, bis er sich langsam dem Meer ergab und schließlich 2010 in den Fluten verschwand. Auch wenn das Schiff nicht mehr da ist, ist sein symbolträchtiges und tragisches Vermächtnis noch lange nicht vergessen. Die Mary Celeste. Die Geschichte der Mary Celeste ist so erschreckend, dass selbst die stärksten Seeleute nach ihren Müttern weinen. Im Jahr 1872 wurde die Brigantine 645 Kilometer vor der Küste der Azoren treibend entdeckt. Die persönlichen Gegenstände der Besatzung befanden sich noch in ihren Kajüten und die Ladung von 1700 und einem Fass Industriealkohol waren größtenteils intakt, ebenso wie ein 6-monatiger Vorrat an Lebensmitteln und Wasser. Aber es gab keinen einzigen Menschen mehr an Bord, der sie hätte konsumieren können. Das einzige Rettungsboot des Schiffes fehlte, das vermutlich die 10 Besatzungsmitglieder, darunter die Frau und die kleine Tochter von Captain Benjamin Briggs, auf den offenen Ozean hinausgetragen hatte. Tragischerweise wurden sie nie wieder gesehen oder von ihnen gehört. Das mysteriöse Ereignis hat eine der langlebigsten Geistergeschichten der Seefahrtsgeschichte hervorgebracht und bis heute versuchen Forscher herauszufinden, warum genau die Besatzung das Schiff verlassen hat. Eine Theorie besagt, dass Piraten das Schiff übernommen haben könnten, obwohl das unwahrscheinlich erscheint, da die gesamte Ladung noch am Platz war. Vielleicht hat die Besatzung gemeutert, während sie von dem reichen Alkoholvorrat betrunken war, aber warum sollten sie dann das Schiff verlassen und sich in einem winzigen Rettungsboot in den sicheren Tod stürzen? Meine Lieblingstheorie, die von Verschwörungstheoretikern aufgestellt wurde, ist, dass die Besatzung von Außerirdischen entführt wurde. Vielleicht konnte E.T. einem Seemann einfach nicht widerstehen. Wie auch immer, es gibt eine Theorie, die gar nicht so verrückt klingt und die mit dem Zustand des Schiffes zu tun hat. Als es entdeckt wurde, stand der Frachtraum angeblich unter Wasser und der Rest des Schiffes war völlig durchnässt. Trotzdem war es noch fahrtüchtig, wie die Tatsache beweist, dass ein Rettungsboot das verlassene Schiff bis nach Gibraltar schleppen konnte. Außerdem lag eine der Schiffspumpen demontiert auf dem Deck, offenbar von der Besatzung, bevor sie verschwand. Offenbar waren an dem Schiff zuvor Reparaturen durchgeführt worden, bei denen die Pumpen mit Säge und Kohlestaub verstopft worden waren. Aber ohne die Pumpe hätte Kapitän Brick nicht gewusst, wie viel Wasser das Schiff tatsächlich aufnimmt. Aus Angst um das Leben der Frau und des Kindes und weil er nicht wusste, ob das Schiff sinken würde oder nicht, gab Captain Briggs möglicherweise vorsorglich den Befehl, das Schiff zu verlassen. Leider wird die Welt nie mit Sicherheit erfahren, was mit der unglücklichen Besatzung geschah, aber der Ruhm dieses Geheimnisses wird in Geistergeschichten für immer weiterleben. Die MV Alta. Als der Sturm Dennis im Februar 2020 über die irische Küste hinwegfegte, wurden die Küstenbewohner der Grafschaft Cork nass und fassungslos, als plötzlich ein riesiges Frachtschiff an ihre Küste gespült wurde. Es war völlig verrostet und ramponiert und obwohl es sich in einem so tückischen Sturm über Wasser halten konnte, war das 76 Meter lange Schiff auf unheimliche Weise mannschaftslos. Als die Ermittler das verrostete Wrack untersuchten, fanden sie keine Lebenszeichen, aber sie entdeckten den Namen des mysteriösen Schiffes, MV Alta. Das ließ den Ermittlern die Kinnlade herunterklappen, denn die MV Alta war vor über einem Jahr auf hoher See im Atlantik verschwunden.
Sie befand sich auf einer Reise von Griechenland nach Haiti, als fast 2200 Kilometer vor der Küste der Bermudas plötzlich die Motoren ausfielen. Da die 10-köpfige Besatzung nicht in der Lage war, das Schiff zu reparieren, blieb ihr nichts anderes übrig, als das Schiff zu verlassen. Sie wurden von der US-Küstenwache gerettet, die den Eigentümer des Schiffes anrief, um es an Land schleppen zu lassen. Doch als der Schlepper Guyana erreichte, wurde das Schiff auf abscheuliche Weise gekapert. Danach blieb das Schicksal des Schiffes ungewiss, bis es im September 2019 von einem Schiff der Eiswache entdeckt wurde, das hilflos im Mittelatlantik trieb. Die Meeresströmungen trieben das Schiff dann an den Küsten Afrikas und Spaniens vorbei, wo es schließlich auf den felsigen Hügeln Irlands strandete. Wow, das war keine Langstreckenreise, das war eine regelrechte Odyssey. Die USS Oriskany. Das nächste Schiff wurde zwar nicht auf hoher See zurückgelassen, aber die schiere Größe des Abschiedes wird dir garantiert einen Schauer über den Rücken jagen. Die USS Oriskany war ein Flugzeugträger der Essex-Klasse, der bereits 1945 vom Stapel lief. Sie wurde liebevoll als The Mighty O bezeichnet und das aus gutem Grund. Mit einer atemberaubenden Länge von 277 Metern konnte sie bis zu 82 Flugzeuge transportieren und spielte während des Korea- und Vietnamkriegs eine wichtige Rolle. Nach fast 50 treuen Dienstjahren wurde sie im Juni 1994 zum Abwracken verkauft. Nachdem sie bis auf ihre nackten, stählernen Knochen abgebaut worden war, stellte sich die Frage, was mit ihren verrosteten Überresten geschehen soll. Die klügsten Köpfe der Marine setzten ihre Denkkappen auf und beschlossen, nachdem die Umweltschutzbehörde grünes Licht gegeben hatte, das Schiff im Golf von Mexiko zu versenken. Das war aber nicht für irgendwelche Schießübungen gedacht. Es sollte das größte Schiff werden, das absichtlich versenkt wurde, um ein künstliches Riff zu schaffen. Im Mai 2006 wurde das Schiff 38 Kilometer vor die Küste von Pensacola geschleppt und mit etwa 227 Kilogramm C4-Sprengstoff beladen. Die Detonation war ohrenbetäubend und 37 Minuten später versank die Mighty O in der mächtigen See. Heute liegt sie 65 Meter unter den Wellen und wo sie früher Seefahrer übersetzte, beherbergt sie heute ein ganzes Unterwasser-Ökosystem aus Korallen, Pflanzen und Fischen. Vergiss das Great Barrier Reef, das hier ist das Great Carrier Reef. Die Geisterjacht. Im April 2007 ging eine dreiköpfige Crew an Bord eines Katamarans, der nach Westaustralien fuhr und bereitete sich auf die Reise ihres Lebens vor. Des Batten und seine Brüder Peter und John Tunstead waren bereit für ein zweimonatiges Abenteuer mit endloser Sonne und Meer. Doch ihre Yacht, die Cass 2, wurde nur 5 Tage später 161 Kilometer vor der Küste treibend aufgefunden, ohne eine einzige Seele an Bord. Der Motor lief im Leerlauf, eine halb ausgetrunkene Tasse Kaffee stand auf dem Tisch und der Laptop in der Hauptkabine war noch in Betrieb. Und was noch beunruhigender ist, alle Rettungsboote waren noch an Bord. Es schien, als hätten sie sich einfach in Luft aufgelöst. Das Boot selbst war in gutem Zustand, obwohl ein Segel völlig zerfetzt war. Aus Angst, sie könnten über Bord gegangen sein, wurde eine große Such- und Rettungsaktion gestartet. Tragischerweise wurde aber nie eine Spur der Männer gefunden. Auf der verzweifelten Suche nach Hinweisen untersuchte eine forensische Einheit die Yacht. Bei ihrer Suche stießen sie auf ein erschütterndes Video. Es war eine Aufnahme von dem Morgen, an dem sie das letzte Mal lebend gesehen wurden, als sie in See stachen. Sie lachten und fischten, aber dann erwähnten sie besorgt, dass der blaue Himmel vor ihnen plötzlich bedrohlich geworden war. So erschütternd es auch war, es gab Vermutungen, dass die Männer ihr Verschwinden zu Versicherungszwecken inszeniert hatten. Doch die Gerichtsmediziner kamen später zu dem Schluss, dass eine Reihe von verrückten Unfällen die Schuld daran trug. Offenbar war einer der Brüder ins Wasser gefallen, nachdem er versucht hatte, eine Angelschnur zu befreien, die sich im Propeller der Yacht verfangen hatte. Beim Versuch, ihn zu retten, fiel der andere Bruder ins Wasser. In seiner Verzweiflung, seine Freunde zu retten, versuchte Batten, das Schiff zu wenden, aber ein plötzlicher Wind ließ den Ausleger der Yacht schwanken und warf auch ihn über Bord. Das hätte bedeutet, dass alle drei Männer im Wasser gestrandet wären, während die Yacht von ihnen weggeschleudert wurde, ohne jede Chance, jemals gerettet zu werden. Die Taiching 21.
Die Vorstellung, hoffnungslos auf dem Meer verloren zu sein, ist schon erschreckend genug. Aber für die Besatzung der Taiching 21 war das erst der Anfang. Im Jahr 2008 wurde die ausgeweidete Schale des Fischerbootes vor der Küste der Insel Kiribati entdeckt. Das 50-Tonnen-Boot war völlig verlassen. Große Teile davon waren stark verbrannt und verkohlt. Die Ermittler wurden unruhig, als ihnen klar wurde, dass an Bord ein großes Feuer ausgebrochen sein musste. Als die Flammen wüteten, mussten sich die 29 Besatzungsmitglieder und ihr Kapitän entscheiden, ob sie bei lebendigem Leib verbrennen oder in den Rettungsinseln des Schiffes dem weiten Meer trotzen wollten. Aber das Schlimmste war, dass die Außenhülle des Schiffes nicht mehr rauchte, was darauf hindeutete, dass das Feuer die Seeleute schon einige Tage zuvor vertrieben hatte, mindestens. Es stellte sich heraus, dass der letzte Funkspruch vom Schiff am 28. Oktober empfangen wurde, aber die verbrannten Überreste am 9. November gefunden wurden. Wenn sie noch lebten, konnten sie fast 2 Wochen auf See gewesen sein, was bedeutete, dass die Lebensmittel und das Wasser, das sie gerettet hatten, wahrscheinlich schon lange vorher aufgebraucht waren. Es gab keine Zeit zu verlieren und die Rettungsaktion war schnell eingeleitet. Besatzungen der US-amerikanischen und neuseeländischen Luftwaffe flogen in die Luft, aber 30 Stunden später gab es immer noch keine Spur. Während sich die Teams langsam mit der Situation abfanden, schwand die Sonne über der Rettungsmission und damit auch die Hoffnung, die Besatzung jemals lebend zu finden. Die Lyubov Orlova. Während das Schicksal der verschwundenen Besatzungen viele Schiffe zu Geisterschiffen macht, ist die Lyubov Orlova aus einem anderen Grund bekannt. Wegen ihrer schieren Größe. Mit einer atemberaubenden Länge von 220 Metern und einem Gewicht von 1565 Tonnen war dieses unglaublich große arktische Kreuzfahrtschiff kaum zu übersehen. In den 70er Jahren war es die sowjetische Königin der Meere, aber steigende Wartungskosten und schlechtes Management verwandelten es langsam von einem Kreuzfahrtschiff zu einem Geisterschiff. Im Jahr 2011 deckte ein kanadischer Inspektionsbericht eine ganze Reihe von Problemen an der alten Königin auf, von geplatzten Rohren und Schimmelpilzbefall bis hin zu Ratten und schweren strukturellen Schäden. Da die Kosten für die Reparaturen und die Hafengebühren nicht gedeckt werden konnten, wurde das Schiff zum Abwracken an die Neptune Shipping Company verkauft. Aber es blieb noch ein weiteres Jahr im Hafen und verfiel immer weiter. 2013 wurde das Schiff schließlich an einen Schlepper angehängt, der es zu einem Schrottplatz in der Dominikanischen Republik bringen sollte. Aber die Lyubov hatte andere Pläne. Einen Tag nach dem Verlassen des Docks riss das Abschleppseil und ließ das Schiff treiben. Die Besatzung versuchte verzweifelt, die Leinen wieder anzubringen, aber starker Wind und stürmisches Wetter ließen sie mit leeren Händen dastehen. Die Verantwortung lag nun bei den offiziellen Eigentümern des Schiffes, der Neptune, aber die haben es versäumt, einen Rettungsplan aufzustellen. Aus Angst vor einem Zusammenstoß mit der Hibernia Ölplattform segelten die kanadischen Behörden zur Rettung und übernahmen kurzzeitig die Kontrolle über das Schiff, aber die Schleppleinen des alten Mädchens rissen wieder. Der gefährliche Zustand des Meeres machte es unmöglich, die Seile erneut zu befestigen, also entschied man sich, das Schiff in internationalen Gewässern stranden zu lassen. Und von dort aus verschwand es auf mysteriöse Weise. Wochenlang hat niemand einen Blick auf den 1500 Tonnen schweren Ozeandampfer in der stürmischen Nordsee erhascht. Viele nahmen an, dass das Schiff sofort gesunken war, aber Ende Februar wurde es gesichtet, wie es 2400 Kilometer vor der irischen Küste trieb. Von dort aus nahm es Berichten zufolge Kurs auf Europa, wurde aber seitdem nie wieder gesehen. Welches dieser Geisterschiffe würdest du gern mal besuchen? Lass es mich in den Kommentaren wissen und danke fürs Zuschauen.